Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar stelle ich heute den Upload-Plan für den 6. Juni bis zum 12. Juni 2016 hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen vor. Das ist mal eine etwas andere Sache damit. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Und zwar hatte ich ja in den letzten Wochen meine kleine Zuschaueranalyse gestartet und da wollte ich schon mal festlegen, was wollen meine Zuschauer denn sehen. Und darum habe ich mir jetzt auch die Mühe gemacht, einen Uploadplan nicht täglich, sondern wöchentlich, jeden Sonntag zu veröffentlichen. Und zwar habe ich hier mal einen kleinen Testtabelle angefertigt mit einem Uploadplan, wie man das gestalten könnte. Sozusagen habe ich mich auf 7 Zeiten am Tag beschränkt, wo ich ein Video hochladen könnte. Das ist eine volle Zeit. Und 7 Tage die Woche. Und ihr seht, jeden Tag 2 Folgen. Außer am Wochenende, da kommt sogar 3. Teilweise. Zumindest am Samstag kommen 2 und am Sonntag können 3 kommen. So, und dann gehen wir das Ganze doch mal durch. Montag, 10 Uhr, Minecraft Staffel 5, 15 Uhr, Fragmented, Multiplayer. Dienstag, Minecraft Staffel 5 und 15 Uhr kommt dann Train Fever. Mittwoch kommt dann Minecraft Staffel 5 und die Insel 2. Am Donnerstag kommt American Truck und Euro Truck Simulator, das ist so der Trucking Tuesday. Oder Thursday, Thursday ist der Donnerstag. Trucking Thursday. Freitag kommt Train Fever, 10 Uhr und 15 Uhr Cities Skylines. Samstag kommt Fragmented, die Insel 2 und ein Livestream. Der kann entweder bei mir, beim Delfino, beim UFO-Mann, egal wo, wo ich dabei bin, startet der so circa 18 Uhr, jetzt erstmal so angesetzt. Ich weiß natürlich nicht, wann er genau startet. Es kann nur sein, dass er schon 17 Uhr anfängt. Jedenfalls kommt recht zeitnah auch dazu noch mal ein Infovideo. Das könnte man eigentlich hier dazwischen noch schreiben. Info, Video, Live, Stream. So. Könnte man da dann auch dazwischen schreiben. So, am Sonntag kommt eine Train Fever Folge vom Nordic DLC, dann der Uploadplan der nächsten Woche und das Wetterupdate der nächsten Woche. So, das war's jetzt erstmal von mir. Weitere Vorschläge, wie man die Tabelle vielleicht besser gestalten könnte, dass er auf ein Blatt passt, könnt ihr gerne mal schreiben in die Kommentare. Ich kann es noch mal schnell hier so ein bisschen durchlaufen lassen. Und wie gesagt, das ist der Uploadplan. Jetzt ganz neu, müsste ich auch in unseren Skripts ändern, die mir auf dem Kanal so geschrieben haben. In der Kanalinfo. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann schreibt mich an und meckert mich aus. Na dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.